Hallo zusammen, hier ist wieder Stefanie von Steffs Kreativatelier und heute ist der letzte Tag der Woche voller Ideen rund um den Mini-Katalog und die Celebration, die ich zusammen mit der Heidi gemacht habe. Eigentlich wäre gestern Sonntag der letzte Tag gewesen, aber mir ging es leider überhaupt nicht gut und deshalb erst heute. Tut mir leid, aber ich glaube, ja. Das macht halt auch nichts. Das kennt jeder von euch, dass es einmal richtig schlecht geht und dass man da wirklich, also außer liegen, ging gestern einfach gar nichts. Und ich denke, da muss man dann halt einfach mal nachgeben und sich ausgeruhen und wieder fit werden. So, aber heute geht's weiter. Da ich aber immer noch nicht so zu 100% fit bin, gibt es ein ganz schnelles Projekt und zwar mit dem Set. Das findet ihr im Mini-Katalog, der ab morgen ja Gültigkeit hat. Also ab morgen dürft ihr auch bestellen oder ich für euch bestellen, je nachdem. Wer Demo ist, darf selber bestellen. Die anderen bestellen halt einfach über eine Demo. Wie gesagt, heute 20 Uhr bis heute Abend 20 Uhr könnt ihr mir noch eine E-Mail schreiben mit euren Bestellwünschen oder Katalogwünschen. Dann schicke ich sie euch zu. Morgen direkt geht die erste Bestellung los. Und mein Angebot diesmal für euch, dass ich es euch versandkostenfrei zukommen lasse. So, mit dem Papier. DSP Designpapier Eisdiele. Mit dem Stempelset Eiszeit werden wir heute arbeiten. Es gibt dazu noch diese Stanze. Und ich habe überhaupt, als ich die Stanze gesehen habe, nicht verstanden, was sie mit diesem Eis zu tun hat, weil ich da drin nicht die Eiswaffel gesehen habe, sondern hier war für mich ein Bärenkopf, so ein Teddybär. Und ich habe hier mal das Gesicht gesucht, aber das gibt es gar nicht. Und das war für mich immer so eine Partymütze, so ein Bommel drauf und gut ist. Also ihr könnt die Stanze nicht nur für das Eis, was dann so aussieht, verwenden, sondern ihr könnt damit auch eine Partymütze und einen Teddybärkopf irgendwie machen, wenn ihr dann malen könnt. Also ich kann keine Gesichter malen. Das sieht immer ganz schrecklich aus. Deshalb lasse ich es. Wir brauchen das Papier und den Stempel versüßt ihr jeden Moment. Weil ich werde jetzt gleich noch was zur Post bringen und da passt diese Karte dann einfach mit rein. Beziehungsweise dafür mache ich sie jetzt einfach. So, ihr braucht einen Kartenrolling. Den habe ich hier schon auf 10,5 x 14,35. Ja, es ist 21, gefalzt bei 10,5, dass ihr so diese Klappkarte habt. Ich habe mir hier schon Papier rausgeschnitten, noch nicht ganz, aber von dem Papier schon mal so ein Eis. Und hier noch zwei Möglichkeiten. Wir werden auch ganz clean arbeiten, also ideal für Anfänger, Einsteiger, die noch nicht viel Material haben oder noch vorsichtig sind mit ihrem Materialverbrauch. Na, wo sind denn jetzt die anderen Papiere? Weil ich werde ohne extra Kartenaufleger, das heißt sehr papierschonend arbeiten heute. Hiervon wollte ich mir noch was ausschneiden. Gucken. Mal hier so ein bisschen so rum. Ich hatte zuerst gedacht, dass die Stanze sicherlich hier auch beim Designerpapier was ausstanzen lässt, aber dem ist nicht so. So, Farbe, das wäre noch gutes Eis. Aber das sind so einfache Motive. Also wie gesagt, auch ein Anfänger, der noch ein bisschen vorsichtig ist, auch im Papierverbrauch, weil er sagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich das so machen will. Wenn man ein DSP hat, wo man auch Elemente hat, die man gut ausschneiden kann, dann kann man auch so ganz einfach mal eben eine Grundkarte direkt bekleben, einen Spruch drauf und fertig ist die Laube. Also das finde ich auch immer so ganz schlicht, finde ich eigentlich auch immer schön. So, das Eis schneiden wir uns aus mit einem ganz leicht weißen Rand. Der verzeiht einem dann auch manchmal so kleine Fehlschnitte, weil das ja auf weiß geklebt wird.
So, und ich finde es immer ein bisschen schöner von der Kante. So. Und einen Eisbecher wollte ich auch noch haben. Da ist so ein. So. Und die Trommel. Und ein Eisbecher. Und das hier wieder rein. Huch. Hätte ich ja auch erst zur Seite legen können. So, jetzt haben wir noch den Eisbecher. Da ist er doch. Fetti-Seite Eisbecher. Welches nehmen wir da? Da nehmen wir dann ein grünes, oder? Ein grünes, da haben wir ein grünes. So, dann kann das Papier schon mal weg. Nehmen wir das auch noch aus. Da müsst ihr so ein bisschen nach Gefühl hier oben einfach schneiden, weil man da keine wirkliche Linie hat. Aber das kriegt ihr alles hin. So. Ein bisschen runter noch machen. Egal. So. Entschuldigung, hier vielleicht ein bisschen welliger. So, dann habe ich das. Grün, mir fehlt jetzt eigentlich so ein blaues Eis. Irgendwas Blaues fehlt hier drin. Nee, so doppelt finde ich gut. Wisst ihr was? Ich schneide das noch mit aus. Das ist so Bermuda-Blau. So. Wenn euch meine Ideen, die ich euch zeige, gefallen, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und einen Daumen hoch. Über nette Kommentare freut sich sowieso immer jeder. Das wäre auch schön. Es gibt ganz viele, die ja Videos sich anschauen. Also ich versuche auch den Leuten dann irgendwie ein bisschen Feedback zu geben. Auch wenn mir was nicht gefällt, dann irgendwas gefällt mir bestimmt immer. Manchmal ist es aber Papier, was mir nicht gefällt. Aber ja, das ist Geschmackssache. Das kann ich ja für mich abwandeln. Irgendwie habe ich jetzt hier von den Farben. Ich finde das so besser, oder? Ja. Also, dann machen wir hier mit Bermuda-Blau, machen wir das doch einfach so. Wo haben wir es denn? Bermuda-Blau. Den Stempelabdruck. Versüßt ihr jeden Moment. Der ist ziemlich genau. Da ist er. So. Jetzt ein Stempelblock. Jo, das ist wirklich ein sehr langer. So. Fertig. Und jetzt werde ich aber noch ein paar Sprenkel mir hier in den Hintergrund machen, auch mit Bermuda-Blau. Da drücke ich dann einfach so ein bisschen auf den Deckel, dass ich hier Farbe drin habe. Leg das zur Seite. Brauche ein Schmierblatt. Wo habe ich jetzt?
Nehmen wir ein neues Schmierblatt. So, dann nehmen wir uns einen Wassertankpinsel mit etwas Wasser drin. So, einen Stempelblock mit scharfer Kante und auf geht's, gespritzt. So, das lassen wir kurz trocknen. Den machen wir uns direkt wieder sauber, einfach auf dem Tuch so lange auswischen, bis keine Farbe mehr kommt. Und schon habt ihr den fürs nächste Mal wieder in Gebrauch. Wenn ich hier noch viel drin habe mit Wasser, tupfe ich mir das leicht aus, damit das Stempelkissen jetzt nicht verwässert. So, Stempelblock. So. Komm. Das legen wir hier ab. Guck, da ist mein anderes Schmierblatt. Nachfalzen irgendwie, bleibt die nicht so liegen. So, und dann nehmen wir uns der Menschenmütz, was sonst, gell? Und kleben uns da die Menschenmütz auf. Einmal zwei, damit die auch wirklich ordentlich da drauf sind. Ja, das müsste schon passen. So, und dann klebe ich nur noch das Eis da drauf. Einmal. Gerade mal gucken. Nee, das hohe machen wir hier hin. Zweimal. Dreimal. Und fertig habt ihr eine schnelle kleine Grußkarte. Ohne viel Schnickschnack. Wenig Materialverbrauch. Und ja, so kann man halt auch arbeiten. Das muss jetzt noch ein bisschen trocknen und dann kommt das mit in den Umschlag. Ich schreibe dann noch kurz einen Text rein und hoffe, dass sich die Empfängerin freut. Also, denkt dran, heute Abend 20 Uhr eine E-Mail schreiben, wenn ihr etwas haben möchtet. Gerne könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr den Katalog noch braucht und den noch nicht habt. Ab 60 Euro Bestellwert könnt ihr euch auch was aus der Celebration aussuchen. Da gibt es ja ein paar Sachen. Und die Celebration selber geht diesmal auch nicht bis März, sondern nur bis zum 28. Februar. Also denkt dran, nicht zu lange warten. Wenn ihr etwas haben wollt, dann sichert es euch. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern im Katalog und viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!